Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Jaha, jetzt auch im neuen Jahr, endlich geht's weiter. So, ich habe auch tatsächlich vor, jetzt demnächst endlich wieder mal einen vernünftigen Uploadplan zu haben, dass ich regelmäßig wieder drei Sachen hochlade, jetzt nach all der Zeit, wo ich es versprochen habe. Aber da jetzt der ganz normale Arbeitsalltag wieder losgeht, der ganz wirklich komplett normale, denke ich, ist es nur noch eine Frage von Tagen. Ja, wenn diese Folge hochkommt, hier ist es vielleicht schon soweit, spätestens ein Tag danach würde ich sagen. Und naja, mal kauen. So, wir fangen mal einfach direkt an, weil ich nicht mehr so richtig drin bin mit dieser Sache. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? I do have other questions, so 5 Stück um den Dreh. Wahrscheinlich noch mehr. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. I do. Oh, das ist weg. Wie frech. Ich mach mal das, was freigeschaltet wurde, bevor ich jetzt hier was klicke und dass danach alles weg ist. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like his son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Bestimmt. Or do you want to go up there? Nein, nein. Fragen, immer Fragen. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Ja, fast. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Ich glaube, das war's jetzt tatsächlich, also... Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Also, als ob... dass hier nicht schon dunkel genug wäre. Ich glaube, noch dunkler kann es gar nicht werden. Einfach soll ich jetzt ablehnen, bin ich doof? Why not? You can help. Right. Let's go. Tja, ja. Ist schon eine schöne Atmosphäre hier. Wieso ist das Tor überhaupt zu? No question of leaving now. I must examine the scene of the fire. Aber wieso haben wir das Tor denn zu? Ich werde ruhig auflassen können, was soll denn der Quatsch? Die wollen mich hier nicht rauskommen lassen, wo ist er jetzt hin? War da gerade? Sah aus, als hätte sich da was bewegt, ich laufe mal hinterher. Ja, da ist er. Wo will er hin? Ich gehe woanders hin. Klar darf er mitkommen, aber ich gehe trotzdem meine eigenen Wege. Knickst davor, wenn er vorprescht, ohne irgendwie irgendwas. Hoppala, runtergesprungen, einfach so. Boah, Leuchtturm. Boah, ich wurde erwischt. Von da unten komme ich. Ey, cool, man kann sowas Wasser sehen. Also,
bewegendes Wasser sehen. Ist nicht selbstverständlich, muss man so ehrlich sagen, leider. Oh. Wohnt da der alte Cyrus drin, ja? Ist auch cool. Hier so eine riesige Villa. Und da so ein rotziges Popelhaus. Da komische Lichter gewesen, da unten. Es raucht sogar daraus. Oh. Eine aus Holz geschnitzte Walfigur. Diese Art Spielzeug machen Seeleute für ihre Kinder. Toll. Neuen Hinweis entdeckt. Okay. Und was soll das auch immer mit irgendwas zu tun haben? Ich meine, es ist schön, dass ich ihn habe, aber... Wahrscheinlich kann ich jetzt einige Gesprächsdialoge irgendwie damit anwählen, die vorher nicht möglich waren. Kennst du diese Holzfigur eines Wales? Nö. Kennst du diese Holzfigur eines Wales? Nö. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Oh. Was ist das? Sturdy. And well sharpened. Ja, ich will sie mitnehmen als Verteidigung oder so. Ich weiß, glaube ich inzwischen, dass es hier doch tatsächlich keine Kämpfe gibt. Ich kann ihr auch in keinster Weise wie zuhauen oder irgendwas. Aber es ist völlig in Ordnung. Es war eh nur eine Vermutung, die ich anfangs hatte, aber inzwischen eigentlich begraben habe. Oh. Ja. Bradley was right. This place is much older than I imagined. But the architecture seems too recent. Tja. Wenn man bedenkt, dass die USA noch nicht so lange existieren, das ist natürlich sehr alt. Aber nun ja. Ich habe noch einen Holzwal gefunden, das gibt's doch nicht. Ich möchte noch mehr finden, bitte. Er ist immer noch da unten, oder? Ich glaube, da steht er. Da hinten. Oder? Seht ihr, was ich meine? Da genau geradezu, in der genau exakten Mitte des Bildschirms, ist so eine schwarze Silhouette mit so einem kleinen abstehenden Arm dahinter der Säule. Könnte man meinen. I'm not quite sure, but I think... Bevor ich hier weitergehe, gehe ich doch nach unten, glaube ich. Wenn ich hier speichern, müsste da wohl weitergehen. Das ist ja auch logisch, da muss ich ja hin, aber... Er steht eben da unten. Und ja, ich glaube, das war er... Nee, das war er nicht. Seine Arme stehen nicht ab, also kann das nicht gewesen sein. Ob es der Slenderman war? Möglicherweise. Sieht das schön aus hier. Poor kid. Ja. Einen dicken Engel obendrauf. Na, ach, ist ja... So. Charles Hawkins Grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, detective, does this place inspire any thoughts? So weit? Hier nicht alleine. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? Said that he's devastated. Ja, in der Tat. Is the caretaker still around? Evidence here suggests he is. It's surprising indeed. Let's try to keep our eyes open. Ich habe nicht genug gesehen, ich will noch mehr gucken. Let's ich... go to the mansion. Ah. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? Wer weiß. Steal a burnt painting. I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Ich sehe. Na? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Toll. Ich frage mich gerade, Inventar, wie kam ich da rein? Sehe. Oh. Duckt nämlich wunderbar. Wie kam ich zum Inventar rein? Escape? Nein. Natürlich nicht.
Q-E-I-C. Was? K-L? Das war J, glaube ich. Ich frage mich gerade, ob ich hier mal endlich mehr Skillpunkte verteilen kann. Ich habe C4-12. Siehst du? Ich weiß halt nicht, nee. Also ich steige sehr viel langsamer Level als gehofft. Man fragt sich auch, wieso die hier unten beide in Gelb sind, während alles andere ja lila ist. Muss ja logischerweise einen gewissen anderen Stellenwert haben dann. Ich meine, ich brauche garantiert auf lange Sicht, oder zumindest wäre es bestimmt praktisch, Okkultismus zu haben. Wie war bestimmt auch alles andere. Schwer zu sagen, was ich tatsächlich... Ach guck mal, steht da was. Ist hier überhaupt nichts mit Kämpfen, siehst du? Also nicht direkt so oder so. Leveln kann ich bloß dieses unteren drei. Das könnte mir generell helfen, das speziell. Die Frage ist halt nur, wie früh ich das hier brauchen könnte. Ich denke, ich nehme erstmal das hier, wenn ich hier ein Level mehr habe. Zack, zack, zack. Und dann demnächst werde ich mich auf den hier stürzen und den verbessern. Ja, das denke ich, mache ich so. Ja. Denn ich hätte gern mehr durchschauenden Blick und alles und so. Ist noch irgendwas hier? Ein Wal oder sowas vielleicht? Ne? Kein Wal? Na gut, wirbst hier, dann gehe ich alleine vor. Also es ist auch egal, ob ich gesagt habe, das mitkommen, muss hier bleiben. So oder so darf ich erstmal hier alleine hochgehen. Wobei natürlich seine Meinung über mich bestimmt besser ist, wenn ich eben diese Antwort nehme, die ich genommen habe. Und daher ist das schon gut so. Ich muss da oben rein, ne? Tür leuchtet? Ne, ist bloß ein Lichtschein, nehme ich an. So. Vielleicht kann ich ja die... Draht ein... Laufgeräusch? Vielleicht kann ich ja die Axt von hier oben da entfernen, aus dem Holz. Sie ist weg. Ah, sie ist weg. The axe is gone. I'd better be on my guard. Fuck a doodle. Die ist weg. Und sie war scharf, hat er gesagt. Ja, das macht Lust auf mehr. Oh, ja. Lieber Polizist, kommst du mir bitte helfen? I'll have to find another entrance. Ist okay. Ist für mich völlig okay. Ich will auch gar nicht rein. Jetzt nicht mehr. Ehrlich, da steht einer, aber es ist bloß eine Statue, ne? Ja, ja. Der fiese Engel. Da hinten der fiese Polizist. Ja. Da ist ein Rabe. Ja, es ist schon ein bisschen beklemmend, das Ganze. Ne? Ich bin zwar mit... Blatt. Bin zwar mit der Stimme eines ehemaligen Vampirs gesegnet, aber ich bin kein Vampir. Das heißt, ich bin fernab von unsterblich oder übermächtig. Und habe Angst vor spitzen, scharfen Äxten in Händen komischer, alter, mürrischer Leute. This entrance is still in use. Oh oh. Whoa! Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, alright? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe, and let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Oh. Ich hab nur so viel Zeit. Toll. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident.
But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Habe ich ja sehr gut gemacht eben gerade.